So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge und zu einem weiteren Abenteuer mit unserer lieben Lara Croft hier in Shadow of the Tomb Raider. Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Meistens dann, wenn es um Ruinen... Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Hallo. Ah, das sind die Steingesichter. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Ja, wir sind hier jetzt in San Jose. Lara, hast du schon was gefunden? Eine der ältesten Kirchen. Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Jetzt müssen wir zur Krypta, also zur Bibliothek. Und gucken mal, ob wir... ob wir dort Hinweise finden, wo sich die Schale befinden kann. Weil anscheinend soll der Jesuiten... Dafür habe ich nicht genug Platz. Ein Alpaka! Oh, was? Ich kann es antatschen? Oink, oink. Doch nicht. Hä? Kann ich. F. Petten. Oh. Nochmal? Ja, anscheinend soll der spanische Jesuit hier eben die Kirche gegründet haben. Und er hat natürlich den... die Schatulle versteckt. Er hat denn noch eine weitere Aufgabe. Moment mal, ich habe hier noch einen Händler gesehen. Viele Leute, die hier reden. Da gibt es natürlich garantiert wieder Sidequests. Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Geheimnisse? Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Hm? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Ja. Ah, hi. Erst verkaufen wir mal meinen ganzen Schund hier. Ein gutes Geschäft für uns beide. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Was brauchen wir? Was ist... Ein Haufen Scheiße habe ich hier. Könnte ich eigentlich alles wieder verkaufen, gerade sowas hier. Ein gutes Geschäft für uns beide. Habe ich noch nie gebraucht. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Habe ich auch nicht gebraucht. Ein gutes Geschäft für uns beide. Was ist das? Schießpulver. Habe ich auch du nicht. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Das Gift brauche ich, das ist interessant. So, kaufen. Was kann man denn hier so schönes kaufen? Lockpfeile, Patronenhalter, eine WHW S16. Ich glaube, die haben im Prinzip immer wieder so Probleme. Also Square Enix kauft sich nicht die Rechte für die Waffen ein und nennt halt so Standardwaffen, die kein Schwanz kennt, oder nennt sie einfach anders um. Ist ein bisschen schade eigentlich. Also wir nehmen die hier. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja, die hier nehmen wir auch noch. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Gewehrschalter. Aus dem Handel wird nichts. Tut mir leid. Was? Shame on you. Ein gutes Geschäft für uns beide.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Aber warte. Oh, ein Katastrophenbericht. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Schon interessant. Also in dem Fall ist hier mehrmals die Apokalypse ausgebrochen. Oder? Alles voll. Oh. Ich kann nicht mehr tragen. Du hast so ein behindertes Speicherlagerfeuer-Dings. Hey, wer bist denn du? Mutti. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Sekte? Damals kamen Angel de la Cruz und Troilus Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Also ganz ehrlich, wer die Menschen sind dafür geschaffen zu arbeiten. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ja, ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Karte aktualisiert. Ich glaube nicht daran, dass der Mensch im Prinzip für Arbeit geschaffen ist. Ich glaube nicht daran. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Ja klar, jeder passt auf sich hier auf. Beziehungsweise jeder hilft sich hier. Hallo. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Ihr seid alle schon tot. Ach, ein Hinweis auf ein Grab, das noch fehlt. Da hinten ist noch eine Message auf dem Boden. Gucken wir uns auch noch an. Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Ja, why not? Ich tue hier schon wieder erkunden und irgendwo finde ich dann irgendwo wieder irgendeine Scheiße, ne? Wahrscheinlich. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben. Oh. Angesichts der erheblichen Schäden, die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Wenn man sich das mal so vorstellt, die neue Welt, also Südamerika, Nordamerika ist ja eigentlich noch recht jung. Ist ja noch wirklich gerade mal 400 Jahre alt. Und das ist halt schon bemerkenswert eigentlich. Richtig junges Land eigentlich. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Noch ein weiteres Geheimnis entdeckt. Ein Schwarzmähnenwolf. Okay. Das machen wir alles später. Wir gehen jetzt erstmal. Oh, guck mal. Flagge hissen. Sagt bloß, es gibt überall noch so behinderte Flaggen, die man hissen kann. Was ist mit dir? Ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Alkohol zum Abschalten? Why not? Oh,
Das ist... Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Ungewöhnlich. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu Ehren wurde dort 1544 die Mission des heiligen Johannes erbaut. Aha, deswegen hat man die Sachen hier errichtet. Voll unnütz. Wahrscheinlich schwebt nur so einer durch die Gegend. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß, vielleicht hilft's ja. 7 Schritte näher zu Gott. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Das heißt, da fehlt ein Part und es ist der, wo im Prinzip die Römer sagen, ey, du, hilf ihm, das Kreuz zu tragen. Der Part fehlt in dem Fall. Das kann doch nicht sein! Da müssen wir rein wahrscheinlich. Da ist ein Grab geöffnet. Unheilig. Ich würde mal sagen, da gehen wir mal da rein, oder? Oh ja, eine richtig alte Bibliothek. Wie in einem Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der 7 geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Aha. Ich will aber selber gucken. Jetzt auf Wett noch einiges zu lesen oder so. Ah, guck mal da. Tagebuch T. Serrano. 25. 10. Dezember 1603. Es ist jetzt 4 Tage her, seit wir der Stadt den Rücken gekehrt haben. Wir reisten in Stille und in Gedanken versunken, geleitet von einer Mischung aus Trauer, Erleichterung und Freude. Lopez und ich verließen den Dschungel und fanden uns auf einer Lichtung wieder, unter den starren Blicken mehrerer Gesichter, die in den Berghang gemeißelt worden waren. Lopez hatte einen Vorfall, wie er es später nannte. Er warf sich vor den Gesichtern zu Boden und flehte um Vergebung. Die Sünde, die am schwersten auf ihm lastete, war, dass er Perez den fremdartigen Kriegern überlassen hatte. Sie hatten sich im Laufe unserer Reise angefreundet. So sehr ich mich auch bemühte, konnte ich ihn doch nicht trösten. Also entzündete ich ein Feuer und wartete, während er seine Taten verdammte und die stummen Steingesichter um Vergebung anflehte. Ja, schweren Herzens in dem Fall, ne? Der Gute. Hier ist was. Ein Reiher und eine Eklipse. Eine Eklipse ist eine Sonnenfinsternis. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was ist denn das? Erzengel Michael? Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Unter den Flügeln. Ich gehe, glaube ich, gleich mal hoch. Und Zuflucht willst du haben unter den Flügeln. Ich gehe mal kurz hoch. Vielleicht finde ich da noch was. Ich weiß schon, wo was noch ist, aber... Da ist noch was. Eingemauert mit den alten Mauern. Geheimnisse. Oh! Ein weiterer Brief. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was denn? Hä? Bist du blöd? 26. Dezember 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt.
Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Ah! Ein Lehmgebäude. Irgendwo ist ein Lehmgebäude. Da ist nochmal ein Brief. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben: das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Das ist eigentlich auch ziemlich erhoben, ne? Also wir kennen ja aus der nordischen Mythologie unter anderem 2 Söhne von Thor. In God of War kommen sie auch drin vor. Das waren die 2, kann man so sagen. Und ja, eben 2 Donnersöhne. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz so sicher, dass das so, ja, alles so koscher ist, ne? Da ist nochmal ein Brief. Was ist da hier Schönes hinten dran? Hinter den alten Mauern noch eine. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die 2 Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Ich habe den Reiher schon gefunden. Mann. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. Mhm. Hallo! Ziemlich groß hier, Mann. De La Cruz kommt an. Eines Tages kam Bruder De La Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf, und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte De La Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren, hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. In Form von De La Cruz. Tomaremos eternidad. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Das ist nochmal ein Brief von Geschimpfe. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. Mehr ist hier nicht. Da unten ist noch was. Ach, können wir da einfach runter? Hey. Ah! Abkürzung genommen. Ja, jetzt hab. Da ist der Reiher und den habe ich ja schon gefunden eigentlich. Ah, okay. Eine komplette Wandmalerei. Bin aber noch gar nicht fertig. Vera Cruz. Herrlich das eigentlich. Das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aus Noah. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja,
Absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Ich glaube, ich hab's schon gefunden. Ich weiß, wo es ist. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Aber wir haben 20 Minuten erreicht. Das heißt, wir machen erst in der nächsten Folge weiter, meine lieben Freunde. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Ciao.